muss jetzt alleine nach Katar fliegen. Das sieht fake aus. Das sieht einfach fake aus. Wie in Venedig. Oh. Wir stehen hier gerade an, um eine Fußballlegende zu treffen. Jawohl. So, wir sind extra früh an den Flughafen gegangen, um möglichst früh und ohne Stress nach Katar fliegen zu können. Scheinbar haben wir so eine Karte nicht richtig ausgefüllt und jetzt, ja, dürfen wir nicht einreisen. Wir telefonieren die ganze Zeit hin und her. Es wird kritisch, weil langsam drückt die Zeit. Keine Ahnung, ob wir überhaupt ins Land einreisen können, aber ihr werdet sehen, ob das Video weitergeht oder halt eben nicht. Wir kommen zwar nicht nach Katar, aber das Geile ist, Saudi-Arabien führt gegen Argentinien 2-1, Alter. Ach du Scheiße. Messi, was ist los, Bruder? Was ist los hier, ey? Was ist los, Bruder? Ich habe ein ganz, ganz schlechtes Gefühl, dass das mit Katar irgendwie nicht klappt. Deswegen gucken wir schon mal, was für Flüge noch gehen. Worauf hättest du Bock? Weil ganz ehrlich, wir haben alles schon gepackt, wir sind ready für ein paar Tage. Ich hätte Bock auf was Warmes auf jeden Fall. Aber guck mal da, Palma. Jetzt nochmal so schön Malle, 16:20 Uhr. Oder 19:40 Uhr Madrid. Boah, Madrid ist immer einfach geil. Einfach nochmal Madrid, Hallo Madrid. Also ich sag, wenn das nicht klappt, wir fliegen woanders hin, ohne Spaß. Holzi, worauf hättest du denn Lust, außer Katar? Antarktis. What? Sind wir im Flieger? Sieht's danach aus? Sind wir in Katar? Wir sind immer noch hier. Wir haben offiziell reingeschissen. Wir fliegen nicht nach Katar. Und die sagen, World's Best Airline? Arsch, Junge, Arsch. Arsch, du Schamuta. 20 Minuten später. Also, wir checken nicht close 5 minutes ago, so. Flieg, flieg. Ja, Lukas, flieg, Junge, flieg. Flieg, Lukas wird akzeptiert. Flieg, Lukas. Can I go now or is it too late? No, if you want you can fly now. Bro, flieg. Yeah, okay. Flieg. Flieg, wir kommen morgen. Junge, das kann ich sagen. Yeah. Ich dachte, wir verarschen uns gerade. Junge, bei mir oder nicht? Bei mir auch nicht, Alter. Lukas, sehen wir uns dann morgen. Das ist unbelievable. Das ist unbelievable. Ich muss jetzt alleine nach Katar fliegen. Bitte komm morgen nach. Ah, so, ich möchte Lukas, nicht wir sehen uns da. Morgen, ja. Junge, ich hab's lieb. Ihr seht, Holzi und ich sitzen immer noch in Düsseldorf. Wenigstens hat es einer geschafft. Ey, einer von drei ist schon mal drüben. Aber nicht 100%. Er meinte gerade auch, er war gerade vorne am Rennen. Er meinte, er muss selber gucken, ob er den Flieger auch noch schafft. Oh shit. Das wird er wahrscheinlich nicht vloggen, ey, weil sonst braucht er noch länger. Kurzschlussreaktion. Ich bin jetzt allein im Flieger. Neben mir ist keiner. Ich fliege jetzt allein nach Katar. Das ist unbelievable, weil die anderen hier Visum da, Visa, Pisa, Misa nicht bekommen haben. Wir gehen zu Meckes und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht schaffen, heute Abend von Frankfurt. Es geht ein Flieger noch in Deutschland, der geht um 8.20 Uhr von Frankfurt. Das Ding ist, wir müssen 2,5 Stunden dahin fahren. Das heißt, wir müssten spätestens in 1,5 Stunden los. Wir haben immer noch nicht bestätigt bekommen, dass wir ins Land einreisen dürfen. Obwohl wir es vor 5 Tagen schon alles angemeldet haben. Und normalerweise dauert das 20 Minuten, hat ein Typ vor uns gesagt. 20 Minuten. Wir haben es vor 5 Tagen gemacht. Ey, geisteskrank. Erstmal 6 Stunden jetzt fliegen, dann alleine in fremde Land sein. Boah, ich hoffe, die kommen noch irgendwie auf einem anderen Weg nach Katar. Vielleicht mit Fahrrad. Gucken wir erstmal, wie der Flug ist, ey. Step auf katarischem Boden. Ich bin jetzt offiziell angekommen. Es fühlt sich so unreal an. Ich kann es gar nicht glauben, dass ich jetzt wirklich allein nach Katar geflogen bin. Das war so eine Kurzschlussreaktion. Die anderen meinten so, geh, geh, flieg alleine. Und ich so, flieg, flieg. Ja, Lukas, flieg, Junge, flieg. Okay, scheiß drauf, ey. Am Ende des Tages immerhin einer von drei geflogen, dass nicht all die Flüge umsonst waren. Jetzt muss ich mich erstmal hier zurechtfinden. Exit. Exit sieht gut aus. Eine Ewigkeit später. Ich bin jetzt gerade angekommen mit dem Bruder, der hat mich hier gebracht. Das ist unsere Unterkunft. Ich bin fix und fertig. Ich weiß nicht, ich bin über 12 Stunden unterwegs eigentlich. Und jetzt gehen wir einfach mal rein. Geisteskrank, wie das hier aussieht, Alter. Ich fühle mich fehl am Platz. Wir sind endlich im Apartment. Ich gebe euch mal eine ganz quicke Roomtour. Lego. Hier haben wir die Küche, nichts Besonderes. Hier werden wir eh nichts machen. Wohnzimmerbereich, große Couch ist ganz nice, da läuft natürlich Fußball, aber das Highlight von diesem Apartment ist, glaube ich, wirklich dieser Balkon mit diesem Ausblick. Bam!
Also, das sieht fake aus. Das sieht einfach fake aus. In den Pool können wir rein. Da ist ein Strand. Guck, Alter, guckt euch das an. Das ist crazy. Das ist next level, Alter. Also, kann man nicht meckern. Kostet natürlich auch sein Geld. Wird einem nichts geschenkt. Apropos Geld. Wie ihr vielleicht seht, das hier ist weder gesponsert noch sonst irgendwas. Noch machen wir hier Werbung für dieses Land oder für diese WM. Bett. Oh, warte mal. Oh, scheiße, jetzt habe ich fast verkackt. Ich darf mich doch nicht einfach so ins Bett legen. Warte mal. Da muss der klassische Betttest her. Direkt weggeschrottet hier. Ja, also so sieht's aus. Und jetzt zum wichtigen Thema. Das ist uns wirklich wichtig. Auch wenn ich jetzt hier gerade leider allein bin, spreche ich für uns alle. Und zwar, wir sind nicht gesponsert hier. Wir wurden nicht eingeladen oder sonst irgendwas. Wir wollen uns das hier einfach ganz objektiv wirklich reinziehen aus Interesse. Wir wollen sehen, wie ist diese WM hier? Wie ist eine WM in so einem, sag ich mal, fernen Land? Für uns. Am Ende des Tages sind wir auch zum größten Teil Fußball-YouTuber und so eine WM ist auch für uns das Highlight. Deswegen wollen wir sehen, wie ist das? Wir werden unsere ehrliche Meinung sagen. So, auch wenn ich jetzt sage, sieht alles schön aus, alles schön und gut, aber das heißt nichts. Vieles kann schön aussehen, am Ende muss man gucken, was dahinter steckt. Wir wollen sehen, wie ist die Stimmung hier? Wie sind die Leute hier drauf? Wie sind die Spiele? Natürlich wollen wir auch ein bisschen Deutschland supporten. Jeder kann seine eigene Meinung dazu haben, ob er die WM gucken will oder nicht. Aber wir wollen auch hier überhaupt nicht politisch werden oder sonst irgend so eine Scheiße. Wir sind hier ein Unterhaltungskanal. Deswegen bildet euch eure eigene Meinung. Genau das machen wir auch hier. Am Ende des Tages hoffe ich jetzt einfach mal, dass morgen die anderen Jungs kommen, weil ich kann hier nicht die ganzen Tage allein bleiben. Ja, jetzt habe ich dieses ganze Ding für mich alleine. Ihr wisst, was das heißt. Alter Schwede, Lars hat in seinem Koffer einfach meinen Kulturbeutel. Das heißt, er hat einfach alles vor mir, was ich brauche. Egal, Haarspray, Shampoo, vor allem Zahnbürste und Zahnpasta. Egal, Zähne putzen mag ich eh nicht, so muss ich einmal im Monat. Ich geh jetzt schlafen, Leute. Wir sehen uns morgen, alter Frische. Dann morgen. Digga, ihr glaubt's nicht, ich bin gerade aufgestanden, bin noch in meinem Schlafoutfit. Ich guck in diese App, meine Hire-Karte, meine Einreise ist einfach bestätigt. Das heißt, ich kann heute, inshallah, nach Katar fliegen und ja, hab dann nur das Deutschland-Japan-Spiel verpasst, aber wir können zu Portugal-Ghana gehen. Wir müssen jetzt ganz schnell an PC Flüge buchen und ich hoffe, es gibt noch welche. Scheiße, ich hoffe, es gibt noch einen Flug, Mann! Digga, ich glaub's nicht. Diesmal hat auf jeden Fall alles geklappt. Ich geh jetzt durchs Gate C. Das heißt, ich kann heute fliegen. Hat nur 2000 Euro mehr gekostet. Ich habe nur das Deutschlandspiel verpasst. Aber immerhin darf ich Portugal, Ghana sehen und das Land bereisen. Ich bin gar nicht abgefuckt. Ich freue mich einfach nur. Ich bin hier gerade in einer Mall, wie ihr vielleicht so an den Läden sieht. Ist eine schöne Mall, denkt man sich vielleicht erstmal nichts bei. Aber diese Mall hat einfach einen Fake-Himmel. Guckt euch das an. Fake-Himmel, Digga. Fake-Fans, Fake-Himmel, sagt man. Finally, wir haben es geschafft. Wir sind durch. Spidey Abi, ich komme. Ach ja, und Tom hat es immer noch nicht geschafft. Der muss wohl in Deutschland bleiben. Sorry. Also das ist jetzt anders. Wisst ihr, was das ist? Das ist einfach eine fette Eisbahn, Eisfläche in dieser Mall, wo helllichter Tag ist. Draußen 30 Grad, die haben hier fette Eishalle reingebaut. Ach du Scheiße, die haben hier einen Schaden. Ich sag dir, wie es ist, die haben hier einen Schaden. Warum? Warum? Vergesst, was ich gesagt habe. Das ist geisteskrank. Das ist nicht normal. Ich will gar nicht wissen, wie groß es da drin ist. Es sieht so riesig aus. Ach du Scheiße. Es wird nur noch verrückter, Leute. Ihr glaubt es nicht. Ich laufe um eine Ecke und guckt, was ich sehe. Das ist nicht normal. Das kommt einer mit dem Buch. Das ist nicht normal. Das ist geisteskrank. Die haben Dachschaden hier, die haben Dachschaden. Alter, guck mal hier, einfach so ein Gondolieri oder wie das heißt, wie in Venedig. Wenn du so guckst, du kannst wirklich denken, es ist Venedig. Auch mehr als wichtig, erstmal Mac ist jetzt hier testen. Was krass ist, es gibt noch Plastikstrohhalme. Nice.
8:01 Abend. Digga, nach 6 Stunden ist man endlich auch mal gelandet. Ich weiß einfach immer noch nicht, wie Deutschland gespielt hat. Ich wusste, dass es zur Halbzeit 1:0 stand. Aber ich hatte die ganze Zeit kein Netz, komischerweise im Flugzeug. Deswegen gucke ich gleich mal nach, wie wir gespielt haben. Ich hoffe, wir haben gewonnen. Well, well, well. Schaut, wer es auch endlich mal hier nach Doha geschafft hat. Ich habe ihn tatsächlich beim Adlerauge schon drin gespottet. Erkennt ihr diesen Typen? Der liest gerade meine Nachricht. Ist völlig durcheinander. Also der Junge checkt wirklich gar nichts. Der muss einfach nur hier diese 20 Meter geradeaus laufen. Komplett los, der Junge. Komplett los. Todesschwer zu finden. Sag mir mal bitte, wie Deutschland ausgegangen ist, weil ich weiß es. Sag mir mal bitte, wo du Tom gelassen hast. Der ist noch drin, ich glaube, der wollte noch ein, zwei Sachen kaufen oder so. Ey, komm, Bruder, guck mal, ich hab dir direkt was mitgebracht. Was war der Stand der Dinge, als du losgeflogen bist in Deutschland? 1:0 für Deutschland, Gündogan 11 Meter. Es sind auf jeden Fall noch zwei Tore gefallen. Die Frage ist für wen? Sag nicht, wir haben verloren. Sag mir jetzt nicht, wir haben verloren. Ich flieg jetzt nicht hier hin, damit du mir sagst, wir haben verloren. Das erste Mal in der Geschichte von Japan hat Japan Deutschland besiegt. 2:1. Das ist geil. Das kann nicht sein, das kann nicht wahr sein. Ich schwöre, 2:1. Wir haben Bartatos. Das sind keine Bro-Tatos, das sind Bartatos. Habe ich noch mitgebracht. Geil, ne? Die sind bestimmt bar, aber danke. Holzi ist hier direkt in seinem Element in der Küche angekommen. Oh yeah. Aber jetzt mal ehrlich, wo ist eigentlich Tom? Ach, Tom, der kommt noch. Der meinte, der hat ja noch, ne? Genau. Hat er noch gemacht, deswegen, und dann kommt er gleich. Ich bin mir sicher. Und Tom kommt, weiß ich jetzt nicht. Tom, when you see this, where are you, my friend? I hope you are well. Oh, guck mal, wie geil das hier aussieht. Das ist schon scheiße. Das habe ich noch nie gesehen. Aber es sieht irgendwie das nice aus. Das ist ein Kunstwerk, Alter. Probieren wir jetzt mal. Mach mal rein. Wie funktioniert das denn hier? Aufreißen. Irgendwelche Knöpfe drücken. Am geilsten finde ich wirklich die zwei Whirlpools, die wir haben. Ne? Die sind mir direkt ins Auge gesprungen. Das ist einmal der hier. Und dann haben wir direkt daneben noch einen. Also. Ja. Ob ich da reinpasse? Da auch. Könnte. Alles Whirlpool, alles Whirlpool. Das deswegen stand da Whirlpool überall. Ah, verstehe. Korrekt, Digga. Öffne einen Knappe hier. Wir sind in dem fettesten Apartment. Wir essen einfach so Knastessen. Digga, guck mal. Wer kennt das? Schreibt's in die Kommentare. Wer das kennt, Alter, der ist Kenner, Alter. Aha. Ich meine, ich war der Erste, deswegen krieg ich das Bett. Ich schlafe im Bett. Holzi will auf der Couch schlafen. Dafür gibt's hier eine feine Decke, die will er aber nicht. Nein, nein, Holzi will keine Decke. Holzi schläft so. Das Problem ist mit der Decke, die riecht nach Tod. Die riecht nach Verwesung, wirklich. Ich weiß nicht, was sie mit dieser Decke gemacht haben, aber es ist nicht koscher. Ich will es auch gar nicht wissen. Der ganze Raum, weil ich die Decke da rausgeholt habe aus dem Schrank, riecht nach diesem Scheißzeug. Auf jeden Fall habe ich ja noch hier noch meinen Pulli. Den kann ich so als Decke nehmen. Das ist meine Decke. Die geht halt nur bis hier. Ich habe nur so eine Decke. Passt schon. Kennt ihr das, wenn ihr bei ihr übernachtet und keine Decke kriegt? Oder ich sag dir ehrlich, der Stuhl riecht auch scheiße. Ey, du bist einfach Patrick Star, Junge. Du lebst unter Stein. Oh. Wir haben es einfach Handtuch. Wir haben. Das ist doch wie eine Decke. Das ist viel mehr, als ich jemals hatte. Seitdem der in Katar ist, lebt er wie ein Penner. Penner essen, schläft wie 4 € essen, Alter. Ich schlafe mit Handtuch, Junge. Am nächsten Tag. Der nächste Morgen, es wird mal Zeit, jetzt ein bisschen hier diesen Tower zu erkunden, was es so gibt. Wie hast du da geschlafen auf einem Felsenberg? Ist okay, ich weiß jetzt, wie Patrick Star sich fühlt. Up in the pool. Oh, Holzi, testet. Oh. Niemals. Ist doch kalt, Junge. Niemals ist er kalt. Null beheizt, Alter. Laber nicht. Ich schwöre. Safe ist der beheizt. Bruder, der ist pisswarm. Die haben ja alle reingepisst, Junge. Der ist so warm. Also der Junge duscht sich da wirklich ab. Der wäscht noch ein bisschen Haare. Geh mal rein jetzt. Der sagt, dem ist kalt, dieser Pool. Ihr müsst euch vorstellen, der ist pisswarm. Oh yeah. Oh yeah. Beste.
Der Junge dreht hier wirklich seine Runden, Alter. Eiskalt. So, last first time hier in dieser absolut crazy Mall. Die ist echt crazy. Was sagst du dazu? Ist geil. Also ich fühle das. Wir essen jetzt erstmal bei Shake Shack. Weil sie hat Shuckstack oder so. Ich gehe da hin, sag, ich hätte gerne den Shake Stack. Und die sagen zu mir, Shuckestacke? Ich sag, ja, den will ich. Und dann gleich geht's uns zum Portugal-Ghana-Spiel. Das seht ihr in einem anderen Video. In dem Stadion-Lokal. Guck mal hier, Smack mal. Entweder habt ihr das schon gesehen oder ihr werdet es noch sehen. Eins von beiden. Ein bisschen stärken und dann anfeuern. Ronaldo! So, wir sind jetzt hier so an so einem Ding für die WM. Ich zeige euch. Da gehen wir jetzt rein und da kann man Spiele spielen. Ich habe schon geile Zitate gesehen und hier sind auch ein paar Leute. Katar Fußball Challenges. Boah, geil da drauf. Also man muss scheinbar in diese Punkte hier schießen. Und man kann auch einfach so. Was viele nicht wissen, der ist Katar-Nationalspieler. Ja, aber auch einen ecuadorianischen Fan. Sind die überhaupt bei der WM dabei? Ja, die haben gegen Katar 2-0 gewonnen. Ah, gewonnen sogar? Ja. Ihr fliegt trotzdem raus. Ja, sagt der Deutsche. Sagt der im Deutschland-Trikot. Ich weiß nicht, was du meinst. Man muss sagen, Katar hat hier zur WM mächtig aufgetischt. Die haben hier einfach so 3 Schießbuden und bestimmt so einen Stand von 50 Quadratmetern. Und das war's dann auch. Nein, Spaß, Leute, aber ja, keine Ahnung, wir spielen jetzt Spiele. Hier kann man irgendwie hart schießen und hier muss man dribbeln. Boah, der schießt sich selber. Wir stehen hier gerade an, um eine Fußballlegende zu treffen. Jawohl, der ist ungefähr so groß wie Holzi. Ja. Sehr groß. Schreibt jetzt in die Kommentare, wenn wir jetzt treffen werden. Yes. Oh, yes. Oh, da ist er, da ist er. Hello, my friend. Du kannst ja nicht einfach anfassen, okay. Junge. Was machst du da? Wir werden jetzt Bälle knallen hier auf dieses Ding und dann sagt das System uns, wie viel km/h wir schießen. Mal sehen, ob wir mehr als der kleine Junge schaffen. Wenn wir nicht mehr als der schaffen, sind wir elf. Sonst ist Deutschland raus aus der WM. 74. Oh, was würde ein Versuch hat er noch. 70. 66. Also 75 müssen wir schaffen. 75. Sonst können wir uns schaffe rischen. Schaffe ich nicht. In Yeezys für den Highscore. 98. Okay, mehr als der Kleine? Ja, bist schon mal besser als der Kleine. Yes, 99. Jetzt einmal über 100. Okay. Oh. Shit, man. Holzfuß ist dran. Wie viel wird er machen? Er macht jetzt mal links unten. 89. Einmal richtig drauf, Junge, keine sicheren Elfer. Ja, 92. Golasso. Jetzt wird ganz viel anlaufen. Und den Jordan. Ach du Shit. Digga. Nicht so. Ja, immerhin mehr als 75, ja. 2 Stunden später. Wir haben ihn gefunden. Nicht Holzi, sondern hinter ihm. Den The Golden Schwanek, ganz berühmt hier in Katar, weil die Schwaneks hier regieren. Der Golden Pimmeloch. Alter, Junge, genauso gebogen wie meiner. Da bringt gute Glück, wenn meiner du reibst. Meiner ist ein bisschen kleiner, aber nur ein bisschen. Ich habe ihn gerieben. Jetzt wird Deutschland direkt aus der WM rausfliegen. Oh. Nicht, dass ich jetzt zusammengeschlagen werde. No touching. Just joking. Der ist Katar-Polizei geworden. Die sagt, I saw you touching. Wir sind jetzt hier auf so einem Platz, der heißt, glaube ich, Suakwafif. Ich sehe den Goat. Da ist er. Wir sehen den Goat heute auch noch. Und wir gehen nicht zu einem Argentinien-Spiel, also wisst ihr Bescheid, wer der Goat ist. Letztes Statement, beziehungsweise letzte Take hier aus Katar, sag ich mal. Das ist unser letzter Abend. Morgen geht's zurück. Morgen früh geht's zurück nach Germany. Ja, was heißt morgen früh? Eigentlich geht's um 6-7 Stunden zurück. Ja, mit Schlafen wird heute nix. Falls manche immer noch nicht verstanden haben, lasst halt mir eben lustige Kommentare gezeigt unter unserem Deutschland-Vlog. Nein, wir kriegen kein Geld dafür, dass wir hier sind. Es liegt nicht daran, dass wir das nicht Leute uns bezahlen wollten dafür. Das Witzige ist sogar, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber ich sag's einfach so. Also Katar Airways, war das Airways? Airwaves, oder? Airwaves? Kaugummis, Digga. Airways? War das Airways? Ich glaube. Nein, das war dieses Visit Katar. Ich weiß nicht, ob die zusammen. Ah, Visit Katar sogar.
Ja, die hätten uns sogar hier eingeladen und hätten wahrscheinlich so, sagen wir mal, einen mittleren fünfstelligen Betrag gezahlt dafür, also, dass wir, ne? Wir hätten Geld bekommen, hätten natürlich nichts zahlen müssen. Wir haben so gesagt. Aber ganz ehrlich, so, erstmal wollten wir damit nichts zu tun haben, aber am Ende des Tages wollten wir trotzdem sehen, wie es hier ist. Genau. Um wirklich eigene Meinung bilden zu können, weil alle Leute waren hier korrekt zu uns. Wir haben keine Fake-Fans oder sonst was gesehen. Die Stimmung war auch cool. Heißt jetzt nicht, dass es das nicht geben kann, aber wir haben es jetzt halt nicht erfahren. Und wir wollten natürlich den GOAT sehen. Den GOAT, den haben wir eben noch live im Stadion gesehen. Aber natürlich heißen wir das trotzdem alles nicht gut. Ja, am Ende des Tages geht es ja hier um den Fußball und ein bisschen um Unterhaltung und nicht um das Land. Bei uns sowieso. Unterhaltung, Fußball. Ihr sollt einfach mal diese ganze Scheiße vergessen können, genau, die passiert. Und wir auch. Ich meine, das ist ja auch sehr viel Doppelmoral, ne? Also es gibt genug andere Beispiele, wo man halt, also wo zieht man die Grenze? So, bei vielen Sachen guckt man hin und bei vielen anderen Sachen halt nicht. Und ja, also dann hätte man auch Russland-WM boykottieren müssen. Nächste WM in USA muss auf jeden Fall boykottiert werden. Also, ne? Schöne abschließende Worte und ich glaube, das reicht jetzt auch hier von uns. Wir boykottieren die Welt. Wir boykottieren alles. Menschen sind immer scheiße, egal welche Nation, welche Religion. Es wird immer schlechte und dreckige Menschen geben. Also dreckig im Sinne von scheiße. So, deswegen boykottieren wir die Welt. Elon Musk, mach den Mars ready, da werden wir eine gute Gesellschaft aufbauen. Jawohl. Aus guten Menschen. Folgt Tolzi auf Twitter. Road to 300k und scheiß mal einfach auf alles, Leute. Hold on. Ciao. Ah!